Hallo, hier ist Nico aus dem Schnitt. Ja, zwei Sachen vor dem Video. Zum einen, wie ihr es wahrscheinlich schon beim letzten Video gesehen habt, kommen die Folgen jetzt uncut, weil es einfach zu viel Arbeit wird. Es sind 2 Stunden, die ich mir angucke. Also erstmal 15 Minuten Download, ungefähr 2 Stunden durchgucken von einem 2-Stunden-Video. Dann wird nochmal 2 Stunden gerendert, beziehungsweise verarbeitet. Und dann nochmal 1 bis 2 Stunden Upload. Das sind bis zu 6 Stunden pro Video. Und ich habe 20 Streams gemacht. Das ist ein bisschen viel. Außerdem kam vorgestern das Inazuma-Update für Genshin. Saugeil, so viel zu tun. Und letztes Wochenende war auch die Tennocon. Ich habe noch keine Sister von Paavos in Warframe gemacht. Müsste ich mich auch mal dran setzen. Und in Paladins gibt es einen neuen Champion und es gibt einfach viel zu tun. Deswegen, die nächsten Folgen werden fast alle uncut sein. Aber ich werde, wie im letzten Video auch, das Video in unterschiedliche Teile einteilen. In unterschiedliche Kapitel. Und das andere ist, bei dieser Folge gab es ein kleines Problem, technisch gesehen, weshalb die ersten, I don't know, wie es im Schnitt aussehen wird. Ich denke mal so die erste Hälfte, das erste Viertel werdet ihr mich nicht hören, denn mein Mikro ist aus. Ich versuche das so zu schneiden, dass nur informative Sachen oder Tode etc. sowas halt drin sind. Und der zweite Teil des Videos wird dann wieder gewohnt mit Commentary sein. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht dazu sagen. Noch irgendwas? Ich habe Dark Souls 3 angetestet und die Steuerung ist irgendwie, ja, schwierig. Im Gegensatz zu Dark Souls 1. Aber naja. Bis dahin. Was heißt bis dahin? Viel Spaß bei dem Video jetzt. Ich verabschiede mich. Praise the Sun und so. A mere undead. Yet you can see me. Fascinating. I am Quelana of Izalith. I am not often revealed to walkers of flesh. You have a gift. Are you too one who seeks my pyromancy, like Salomon? Yes, of course. It should be expected. Very well. You shall be my pupil. But to pursue my pyromancy, you must give something up. Are you prepared to do this? No luck, Well, young pupil, you must have patience, but do not keep me waiting much longer. Ah, I was expecting you.
Long ago, I accepted another pupil like yourself. Over 200 years ago, there was a man almost as bungling as you. In your world, he was called Salaman, the Master Pyromancer. The little rascal really made something of himself. Pyromancy is the art of invoking and manipulating fire. But remember one thing. Always fear the flame, lest you be devoured by it and lose yourself. I would hate to see that happen again. Pyromancy is the... Now go. Whatever you do, do not crack and go hollow, lest my time spent on you be wasted.
Well, hello, you need it. Don't get yourself killed. Thank you.
Is it not so that thou art new? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorius? My advice true. Forget this. The legend of Artorius art none but a fabrication. Traversing the dark? Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Well, indeed, thou art a strange one. Nevertheless, I feel some liking for thee. I'm Alvina of the Darkroot Wood. I command a clan of hunters who track down defilers of the forest graves. What dost thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Oh, I see. 'Tis a pity indeed. But this is thine stubborn choice alone. I cannot enforce it upon thee. If thine mind should be altered, forsooth speak to me once more. Oh, tell me. I am, and now... But this is thine's, if thine...
Wow. Commentary? Null. Ich weiß nicht, ob ich das alles wiederholen will, was ich gerade gesagt habe. Ich kann zumindest das durchgehen, was ich am Anfang gesagt habe. Nämlich, Pyromantie-Plammer auf Platz 10 gebracht. Der Loot skaliert mit der Menschlichkeit. Das wäre dann maximal 10. Danach hört die Skalierung auf. Gleiches Prinzip mit unserem Furienschwert. Das wird stärker mit mehr Menschlichkeit. Wir haben unseren Eid vertieft, weil ich Seelen gefarmt habe. Und Menschlichkeit in den Katakomben bei den Ratten. Wir sind jetzt in den Fensterwurzgarten gegangen. Den schwarzen Ritter hätte man vorher schon machen können, indem man vom Feuerbandschrein die Fahrstühle nimmt nach unten und von da aus durchs Tal der Drachen geht. Ich habe sehr viel mit Snuggly gehandelt. Da war der Dämonen-Titanit-Dämon. Da habe ich Dämonen-Titanit bekommen. Dann habe ich den Dämonen-Titanit-Dämon in Anor Londor gemacht, offscreen. Mit zweimal an dem verreckt. Hatte aber Havels Rüstung an. Beziehungsweise das zweite Mal oder das dritte Mal, wo ich es dann geschafft habe. War nicht sonderlich spannend. Der hat den Titanit-Fangstab gedroppt, was ich am Anfang schon gezeigt hatte. Ja, und wir hatten halt die NPC-Dame da entdeckt, als ich große Scherben farben wollte. Ja. Ein paar Sachen waren hier verwunderlich, die von denen ich nicht wusste. Ich habe mich über die Katzen aufgeregt, ich habe mich über die Echse gewundert. Ich habe die ganze Zeit diese kleinen Pilze kommentiert, die mich an Bubungus erinnern. Es gibt nämlich eine Szene in Pokémon Snap. Ich glaube, die Pokémon heißt Bubungus, wo auch so ein Pilz-Pokémon in einer Dreiergruppe rumläuft. Daran haben die mich sehr erinnert. Wir haben endlich einen Bogen. Ich glaube, das sind die Startklassen, gegen die man hier kämpft. Oh mein Gott, es ist halt so... Feels fail, man. Einfach gefailed. Mein Mikro an sich war nicht aus. Das Mikro im OBS war nicht aus. Das Mikro im Voice Mod, den ich zum Verbessern der Mikrofonqualität benutze, der ist aus. Oh, und ich habe einen Ventilator an und ich hoffe, dass der Ventilator den Ton nicht beeinflusst, aber das ist ja jetzt auch egal, weil 2 Stunden gar kein Ton kam von mir. Naja, passiert. Denn das wird ein sehr lustiges YouTube-Video, wenn ich das schneide. Einfach wahrscheinlich zusammengeschnitten, eine halbe Stunde nichts sagen. Oh Mann. Naja. Das hier, keine Ahnung, was das ist. Ich habe gedacht, das ist ein neues Gebiet oder ein Boss. Es sieht aus wie eine Boss-Arena. Ach ja. Nee. Doch, wir haben unser Eid vertieft. Ich weiß, dass es da eine Abkürzung gibt, die geöffnet worden ist. Ich weiß nicht genau, wo sie ist, aber ich denke, sie ist im Feuergebiet irgendwo da unten, wo wir noch nicht hin sollten wahrscheinlich. Oder inzwischen mal hin könnten. Obwohl ich eher plane, da nach Sief hinzugehen. Und ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber ich nehme einfach mal an, es ist ein Bosskampf. Und ich glaube, es ist ein riesiger Baum. Denn ich habe irgendwo immer in meinem Kopf, dass es einen riesigen Baum gibt. Und das würde hier zum Setting passen. Ach. Also jetzt gehe ich schon zum Boss und bin übelst demotiviert und traurig, weil der Ton aus war. Nachricht lesen, Hummer. Ja, das sieht nach sehr vielen Grabsteinen aus. Das ist ein fettes Schwert. Oder ist das hier Artorias Grab? Davor hat uns die Katze ja gewarnt. Beziehungsweise gesagt, das gibt's nicht. Oder die Legende ist falsch und wie auch immer. Das könnte Artorias Grab sein. Ich würde jetzt einfach mal daraus schließen, weil das ein riesiger Grabstein ist mit vielen Schwertern. Also könnte das Gebiet sein,
was zum also der Eingang zum DLC-Gebiet sein. Weil das heißt irgendwie so und so Artorias. Das behandelt das auch irgendwie, die Legende. Vom Abgrund schreiten. Irgendwas wird uns angreifen. Versuch's mit Dresche. Glaubt nicht, der ist sehr freundlich ist. LOL. Andreas, bist du's? Ich kann den nicht blocken. Alles klar. Wie fast bist du? Du machst nicht viel Schaden. Das nehme ich dir zur Güte. Habe ich gesagt, er macht nicht viel Schaden? Doch, macht er. Aber er kassiert auch ordentlich. Alter. Wir haben schon Havels Rüstung an. Die wohl beste Rüstung im Spiel. Das habe ich mir Sorgen gemacht, da ohne viele Estus reinzugehen, damit nur 8 Estus reinzugehen. Ist ja vollkommen egal, wie viele Estus wir haben. Der macht uns ja in 4 Schlägen tot. Ich dachte schon, unser Leben ist halt übel hoch, weil das den halben Bildschirm bedeckt. Ich weiß auch gar nicht, was da passiert. Ob das wirklich einfach dann die ganze obere Leiste rot ist. Oder ob eine zweite Leiste irgendwann kommt. Oder ob wir eine Lebensleiste über dieser Lebensleiste bekommen. Sieht bisher ja nicht so aus. Immer anvisieren. Problematisch ist halt auch, wir können den nicht blocken. Den Wolf. Also wir haben es ja gerade gesehen, der haut so viel Schaden rein. Wir könnten den Cadetius-Schild, wie auch immer er heißt, benutzen. Das wäre eine Option. Weil der blockt 100% des physischen Schadens. Aber der wird trotzdem, der hat ja nicht sonderlich viel mehr Haltung. Also werden wir trotzdem viel Ausdauer verlieren. Und in der Hinsicht wird das nicht viel bringen. Da habe ich, denke ich, lieber meine Ausdauerregeneration. Als ein praktisch unnützer Schild. Okay, okay, okay. Könnte sein, dass es gut ist, im Wolf zu stehen. Also irgendwie droppen gerade die FPS extrem. Ich wollte mich gerade heilen, aber wir haben noch gar nicht so viel Schaden erlitten. Okay, das war deutlich einfacher als gedacht. Hund des Artorias, Seele, Wolf, Sif. Menschlichkeit, Heimgeknochen und wir haben ein Achievement bekommen. Und ich will mein Zeug aufheben. 40.000 Seelen. Wie viel haben wir damit dann? 53.333. Nice.
Also das Mähdresche, das konnten wir, glaube ich, nicht lesen geschafft. Das konnten wir nicht lesen. Da hat sich jemand was dabei gedacht. Das große Schwert ist auch weg. Fragen, kann man das... das Riesenschwert kann man wahrscheinlich aus der Seele vom Wolf machen. Fraglich ist dabei halt nur... Nein, es wird wahrscheinlich nicht auf Geschicklichkeit skalieren. Sondern auf Stärke. Aber falls doch... Also ich könnte es mir vorstellen, weil es halt so ein schnelles Schwert war. Es war zwar groß, aber sauschnell. Es könnte aber auch ein magisches Schwert sein. Reine Theorie. Aber ich habe mal bei Demon's Souls gesehen, das ist so der Vorgänger gewesen von Dark Souls, bevor die Dark Souls-Reihe angefangen hat. Und das wurde letztens neu aufgelegt und da hatte ich einen Livestream zugesehen, beziehungsweise mehrere. Und da gab es das, da hat der mit dem Mondlichtschwert gespielt. Und das Mondlichtschwert wurde auch hier, soweit ich weiß, beziehungsweise in allen Dark Souls Teilen, obwohl ich mich da nicht festlegen will. Oh Gott, du bist ja auch noch hier. Ich will mich da nicht festlegen, aber ich glaube, im ersten Teil ist es auf jeden Fall mit reingenommen worden. Und das ist ein Schwert, also ein Großschwert, das nicht mit Stärke, sondern mit Magie skaliert. In der Hinsicht, das könnte natürlich auch sein. Genau, hier waren die Katzen, die anscheinend nicht respawnen. Da hatte ich mich auch gewundert, dass plötzlich nur noch zwei da waren. Und der Kleine hier, bei dem habe ich mich sehr gesorgt, als er hier lang gelaufen ist, als die Katzen noch hier waren. Aber er geht hier einfach. Just passing by. So. Katzen dürften nicht wieder hier sein. Genau. Hier geht's runter zur Hydra. Und ich nehme jetzt einfach diesen Weg. Weil ich glaube, dass das hier der richtige ist. Beim anderen, wo die dicken Steinklötze waren, die uns angegriffen haben, die auch sehr wenig Damage gemacht haben, erstaunlicherweise. Liegt aber auch am Harvest-Set, denke ich. Hat die uns ja mit Wasser bespuckt. Und wenn wir hier lang gehen, tut sie das vielleicht nicht und wir kommen an sie ran, ohne dass wir vorher aus dem Leben gedönert werden. Wäre jetzt zumindest meine Theorie. Oder die ist vollkommen falsch und wir werden gleich in den Boden direkt. Was aber nicht so schlimm ist. Wir kommen halt genau vor der wieder raus, ne? Die guckt uns praktisch an. Die hat da Loot. Finsterwurzbecken und ja, wir werden beballert. Von allen Köpfen. Ich weiß nicht, was ich tun soll hier. Also blocken kann ich das nicht. Also schätze ich, wir können durchrollen, wenn wir es richtig timen. Ja, wir können es ein bisschen blocken. Wir sind ertrunken. Naja, wir haben nichts verloren. Wir sind ertrunken. Wie soll man denn zu der ran? Soll man die im Fernkampf fertig machen?
Dafür ist mein Bogen nicht gut genug. Apropos. Wir haben keine Seelen. Und kleine Scherben bräuchte ich auch mal wieder. Wir haben auch keine... Vielleicht bewacht die Hüterin eine Feuerhüterseele. Das kann ich mir vorstellen. Romantin scheint nicht da zu sein. Und er schläft halt noch. Hallo. Ich will doch nur meine grünen Scherben dir geben, damit du kleine Scherben draus machst. Warum schläft er jetzt? Ich will den ja auch nicht hauen. Weil man kann ihn ja nicht einfach speichern und sagen, jo, dann lade ich den Speicherstand. Wenn ich den einmal haue, dann habe ich den gehauen. Warum machen die sowas? Warum wir jetzt gerade hier runtergehen, ist... wir haben ja eine Glut. Und ich denke... Dieses Gebiet will ich außerdem erst nach... dem Feuergebiet machen. Also wenn wir Sief platt gemacht haben und die Tochter von Iserlith. Hey, hang on. Is that... a sorcery emblem? Ja. Oh, I've never seen one like this. Not even back in Vinheim. What a brilliant flame. Please, friend. I am a craftsman of Vinheim. I'd go hollow before I pass him a flame like that. War wohl die richtige Entscheidung? Oh, really? You are wonderful. I will forge a Rickett masterpiece just for you. A weapon to make a legend out of it. Ja. Come back soon. Bringt uns aber eher weniger. Smithing helps soothe my... Wenn wir da hochgehen würden, würden wir ja zur Schandstadt kommen und... Ich glaube, hier muss man ja nur hochgehen, ne? Genau. Drachental. Da geht's nach Schandstadt. Und wenn man den Weg weiter gehen würde, wo? Ich dachte ein... Nee, da ist eine Brücke. Da drüben müsste ein Drache sein. Genau da, wo der Loot ist. Wenn man da weitergehen würde, würde man zu der Stelle mit dem schwarzen Ritter kommen, wo wir den Graswappenschild gefunden haben. Wir gehen jetzt hier kurz lang, weil ich gerne wissen würde, wie stark wir inzwischen gegen die Dicken sind. Und wie viel wir gegen die aushalten. Wow. Also allein die Chaosmagie ist ja schon krass. Wir halten auch viel aus. Ja. Das ist ordentlich. Ja, auch wirklich nein. Dass wir jetzt vergiftet sind. Meinetwegen. Da seht ihr mal, wie klein der Giftbalken hier jetzt ist. Wie leicht wir vergiftet werden. Und wie lange der dann halt andauert. Wenn wir nicht den Giftbissring und unser... Dementoren-Outfit haben. Ringgeist-Outfit. Das trifft es eher. Aber das finde ich sehr schade. Und auch so schwarze Ritter und generell so Dark Souls-Sachen relativ wenig. Es gibt eine Ornstein-Rüstung. Daher kannte ich, habe ich das erste Mal Ornstein gesehen. Es gibt auch einen Ornstein-Speer. Also ein komplettes Ornstein-Set, könnte man sagen, ist so, was man in Skyrim dann cosplayen könnte. Sieht auch sehr cool aus. Und der Speer ist sehr stark. Teleportieren nach Anor Londo.
wo wir gerade auch hier sind, ich habe mich gerade außerdem ein wenig gewundert, dass wir aufgeschrien haben, denn wir kennen das doch eigentlich. Hier war eine Nachricht von Lügner, als wir den Boss gemacht haben, ne? Weil es hier nicht weitergeht, oder? Ja. Was wollte ich sagen? Genau, dass wir da aufgeschrien sind, haben. Genau, wo wir gerade hier sind. Ich denke, es könnte auch ganz lustig sein, dass wir hier... Wie geht's denn da lang? Leuten helfen das nächste Mal. Ach, hier waren wir ja. Ich denke, es ist möglich, da runter zu gehen, zu ihm rüber zu springen. Denke ich einfach mal. Und dann durchs Loch da. Andererseits ist da auch noch Loot, aber ich weiß nicht, ob man den Sprung überlebt. Auf jeden Fall ziehen wir uns jetzt kurz um. Weil Fallschaden ist, glaube ich, immer... Oh, die Steinrüstung ist ähnlich gut wie die von Havel. Fallschaden ist immer gleich, glaube ich. Östlicher Helm. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Dieser kunstvollgefertigte Helm bietet exzellenten Schutz, insbesondere gegen Hiebangriffe, einer der größten Gefahren in Schlachten im Osten. Sieht das komisch aus? Ein bisschen mit den Havels Beinen. Wir können ja auch einfach mal die Schwarzeisen Gamaschen nehmen. Sind die besser als die Silberritter? Yep. Oh, nehmen wir Schwarzeisen-Set. Wir haben ja das Gewicht. Verkackt. Okay, man überlebt das hier. Nächstes Mal ohne Rüstung. Was haben wir hier? Armbrust und Zeug, was wir nicht brauchen. Wir haben daneben geschlagen. Wenn wir hier sterben, verlieren wir 7000 Seelen. Das ist nicht viel. Nicht mehr. Haben wir zufällig irgendwas, was den Sprung erhöht? Kleinzunahme von DP. Verstärkt Wunder, Bogenreichweite, bessere Balance. Das ist aber... Ermöglicht Abgrundschreiten. Das wird wichtig. Den haben wir ja von dem Wolf bekommen. Von Sif. Sif? Saif? Wie auch immer. Geht dieser Sprung? Irgendwie muss man doch darüber kommen. Wir wiegen 0,0. Dieser Sprung soll zu schaffen sein. Fast. Wir versuchen es noch einmal. Ansonsten wisst ihr jetzt, der steht da. Und wir gehen irgendwann anderen mal zu denen hin, wenn wir mehr Seelen haben. Dieser Sprung... Gibt es einen Ring, der die Sprungreichweite erhöht? Wir haben null Gewicht. Wir dürften die, haben die schnellste Rolle mit der wahrscheinlich weitesten Sprungreichweite. Ich weiß nicht, ob das dadurch beeinflusst wird. Und ich frage mich, warum wir das nicht hinbekommen. Ist das gewollt, dass man einen perfekten Sprung hinbekommen muss? Oder braucht man tatsächlich irgendwas anderes? Nee. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. So, man kommt hier also hin. Er ist schon aggro, okay. Aua.
Au, 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 au. Wir haben keine Estus mehr. Weiß nicht, wie viel er aushält. So viel hält er aus. So, jetzt dürfte das mit den Kugeln ein Ende haben. Aber hier scheint kein Blut zu sein. Die einzige Option, die ich gerade sehe, hier wieder wegzukommen, ist das Loch da. So kommt man zu der Nachricht. Geschafft. Okay. Ich wollte eigentlich schon vor etwa einer halben Stunde Schluss machen, aber egal. Ist dumm gelaufen. Kann man nicht ändern. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wo es dann ins Bonusgebiet von Anolondo geht. Anolondo. Oder in die... wie heißt denn das? Endlose Tiefe. Irgendwie so hieß es. Und wir machen vielleicht die Hydra, wenn ich bis dahin mich informiert habe, wie man die besiegen soll. Bis dahin wünsche noch einen schönen Abend. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und sag Tschüss. Viel Spaß in der Endkarte.